Wir zeigen Ihnen die Verwendung von Ablagestrukturen in DriveDM, eine wichtige Grundlage zur Nutzung von DriveDM. Sind Schränke, Ordner, Register und Laschen. Die erste Ebene sind Schränke, Finanzbuchhaltung, Personal, und ein dritter Ordner für Geschäftsführung. Ich wähle deshalb die Struktur der Abteilung, weil dadurch Gruppen einfacher den Schränken zugewiesen werden können und somit Berechtigungsstrukturen vergeben werden können. Ein Beispiel: Im Schrank Finanzbuchhaltung weise ich der Gruppe Finanzbuchhaltung zu, dass sie Indexdaten sehen darf, Dokumente sehen darf, downloaden darf und das Gleiche für die Geschäftsführung. Innerhalb der Finanzbuchhaltung lege ich jetzt Ordner an. Lieferanten und Kunden. Typischerweise bekomme ich von Kunden Ausgangsrechnungen aus meinem ERP-System. Die möchte ich gerne ablegen unter dem Schlagwort Ausgangsrechnung. Und für Lieferanten bekomme ich Eingangsrechnung. Möchte ich gerne als Eingangsrechnung ablegen. Was bedeutet das? Ein praktisches Beispiel. Wenn Sie DriveDM verwenden, haben Sie die Funktion des Postkorbs. Jeder Benutzer hat einen Postkorb, in dem er Dokumente ablegen kann. Hier ein Beispiel einer Eingangsrechnung und bei der Verarbeitung der Eingangspost. Das Dokument kam, wurde gescannt, wurde verschlagwortet, der Barcode wurde erkannt. Und was jetzt zusätzlich noch gemacht werden muss, ist, dass ich bestimme, in welchem Ablagepfad ich das Dokument ablegen möchte. In diesem Fall Eingangsrechnung.